Grüß euch Leute und taut wieder hier und willkommen zurück zu einem News-Video. Es hat sich wieder ein bisschen was zusammengetragen und ich dachte, ich mache halt wieder euch ein News-Video dazu. Fangen wir mal mit den guten Sachen an. Und zwar das Bandai Card Fest wurde heute, also die Aufnahme, heutiger Aufnahmetag bei mir ist der 30. Freitag, der 30. August. Und heute wurde das Bandai Card Fest für Utrecht wurde ein Datum wurde bekannt gegeben. Also in Utrecht haben wir im Dezember dann ein 2-Tages-Kartfest. Dort wird auch ein Regionals für One Piece und ich glaube auch für Digimon, bei den anderen DCGs, Dragon Ball wahrscheinlich auch, werden auch wieder Nationals sein für Worlds. Auf jeden Fall hier haben wir, wie gesagt, am 7. und am 8. Dezember haben wir in Chabreos Utrecht ist die Venue. Das ist, glaube ich, die... Ja, komm, abblenden. Ja, das ist die gleiche wie letztes Jahr. Die große Venue. Welche Halle wir dort haben, ist wieder fraglich. Dann, hier auf der Seite ist noch nicht viel bekannt. Hier sind noch die Side-Events hier noch bekannt gegeben worden. Und das Einzige, was hier noch ist, eben neben dem Datum, dass Promo-Ruffy ausgeteilt wird. Also, ihr wisst schon, der Vanilla Ruffy, was auch jetzt schon beim Dallas Regionals ausgeteilt wurde. Und meines Wissens werden am 8. September die Tickets dafür verkauft. Also, lass mich nicht lügen. Wir schauen kurz mal auf die Homepage. Pre-Registration Event. Und also auf jeden Fall, es ist irgendwo stand, dass am 8. des September, dass es eben das hier habe ich es gefunden, unter Pre-Registration. Ah, wartet, ich muss euch das hier kurz reinziehen. Pre-Registration hier September, der 8. um 9 Uhr. Registration Link coming soon. Also schaut, holt die Seite hier offen oder eben die Videobeschreibung. Ich werde das auf jeden Fall versuchen, für euch zu offen zu halten. Auf jeden Fall, wir behalten uns auf September den 8. und den Dezember den 5. ist es dann der 2. Das kann sein, also das kann sein, dass Dezember der 5. dann die zweite Welle ist. Also keine Ahnung, was heißt. Aber auf jeden Fall, oh, okay. Zwischen 8. und 5. Dezember soll das heißen. Wow! Genauso wie bei Digimon. Für Digimon zwischen 8 und 11 Uhr. Nee, das kann es nicht sein. Ich vermute mal hier, 8. Dezember ist Main-Verkauf und am 5. sind dann die, was dann bis dahin gekauft worden sind, also Last-Minute-Tickets. Genauso wie bei Digimon. Mit 2 Stunden Unterschied. Mal schauen, ob sie das was bringt. Mal schauen. Und Spectator-Ticket werden auch am 15. September verkauft. Also ihr könnt auch ganz normale Zuschauer-Tickets kaufen. Und für Side-Events braucht ihr keine Pre-Registration. Also dafür braucht ihr gar nichts. Steht hier. Dann gibt es noch die Terminal wieder bei der DCG Plus App. Das glaube ich weniger. Ja. Also da, das schaue ich mir an, also ich habe jetzt kurz das überflogen, also das schaue ich mir an, dass das Ganze über die Bandai DCG Plus App funktioniert. Weil das wird mindestens ein 1000er Event werden und das haben wir noch mit Digimon. Da bin ich mal jetzt mal gespannt. Aber auf jeden Fall, das sind die Daten, was wir haben zum Utrecht Event, also zum Bandai Card Fest im Dezember. Also freue mich auf euch am 7. und am 8. euch zu sehen. Dann haben wir hier noch ein neues Event Drop gekriegt. Also ganz überraschend haben wir von heute, dem Freitag haben wir hier ein Event gekriegt am 5. und 6. Oktober. Host ist Victoria Road, sagt mir noch gar nichts. Und auf jeden Fall, das ist in Madrid das Ganze. Und wenn wir hier auf die Seite von der Victoria Road gehen, natürlich für euch natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt, und ihr scrollt hier ganz runter, dann seht ihr hier Registrierung, kostet 35 Euro. Also ich habe das Ganze hier mal durch einen Übersetzer laufen lassen. Das heißt hier ab 1. September um 9 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, weil das glaube ich, heißt das wahrscheinlich, lass mal kurz über das schauen.
Spanisch Peninsular Time. Also ich glaube, das dürfte Central East Time sein. Also die sind, glaube ich, normalerweise sind die gleiche, in der gleichen Zeitzone wie wir, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ansonsten gibt es da noch einen Discord von denen, was, wenn ich das so richtig rauslese. Hier ist dann noch das Pricing aufgeteilt noch. Und eben die ganzen Details, die restlichen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Victoria Road hat ein Regions angekündigt. Also das sind die Überraschungssachen und noch eine kleine News, was wir vielleicht auch noch erwähnen können. Heute ist auch bekannt gegeben worden, dass die französischen Karten mit Anfang 2025 kommen. Und da ist der Plan, dass das erste Mal OP09 Booster und die ST15 bis 20 gedruckt werden. Und danach erst PHP. Das heißt aber, im Englischen ist ja erst PHP mit ungefähr gleich, oder ich glaube zuerst die Starterdeck, dann PHP, danach erst OP09. Das heißt, die machen da ein bisschen Retour. Wird interessant, bin mal gespannt, wie gut das ankommt auf dem französischen Markt. Also, falls ihr französische Karten haben wollt, bitte, bitteschön, habt ihr hier dann ab Anfang 2025 die Möglichkeit auf jeden Fall. Und kommen wir jetzt dann zu den schlechten News. Eine Sache habe ich vergessen noch zu sagen, bevor wir zu den schlechten News kommen. Die Side-Event-Pricing, Price War, ist bekannt gegeben worden fürs UK-Regionals und die sind fett. Die sind richtig, richtig fett. Ich suche euch noch schnell den Link raus. So, hier habe ich die Price War. Ihr klickt, ihr könnt Ticket, das Ganze funktioniert mit Punktesystem, also Tickets-System funktioniert das. Also ihr verdient euch dort Punkte. Und was auch interessant ist, Punkte sind übertragbar. Ob das so gemacht wird bei den anderen Nationals, also in Frankreich und in Italien, in Mailand, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ihr könnt Tickets euch erspielen in den Side-Events, ihr könnt sie auch übertragen und da sind sehr, sehr viele super Preise dabei. Hier zum Beispiel Uncut-Sheets, jeweils ein Stück, oder Sarah Ruffy und Sarah Shanks, also die werden wahrscheinlich Day One weg sein. Ihr seht es hier gerade nicht, aber hier seht ihr es nochmal. Also von Uncut Sheet bis Sarah Shanks ist jeweils nur jeweils eins verfügbar. Also ob ich nur 6 Uncut Sheet, ob ich nur 7. Championship Finals Season 1 Uncut Sheet gibt es da sogar noch. Das war, glaube ich, mit ob ich nur 5 oder waren das alle Leader bis ob ich nur 5. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das Uncut Sheet ausgeschaut hat. Eben, wie gesagt, Sarah Ruffy, Sarah Shanks. Dann Regionals Wave 1, Ardat Kid, Pudding, Yamato, Zoro, also Pressure Cup, Ardat Yamato und Zoro, Regionals, Pudding und Kid, Gear 5 Dons, Gold Dons, Deckboxen, Regionals, Finalist Cut Set, Volume 1 bis 4, was gibt's denn hier noch, Promotional Sleeves, Limited Promotion Sleeve, Four Emperors, also 10er Packs gibt's hier und ich vermute, Standard Gold, ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch nur so an die 100 Stück jeweils. Oder hier Booster Packs gibt es auf jeden Fall für zwei Tickets. Don Cards Volume 1, 2. Da ist wieder die Frage, welch Don Card Pack Volume 1. Okay, interessant. Mal schauen, was darunter gemeint ist. Celebration Packs kriegt es hier. Top Player Packs gibt es auch. Nur 9 Stück, Leute. 9 Stück für 90 Tickets. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn dann hier die ganze Price War weg ist. Die Regionals und die Treasure Cup Art Arts sind auch jeweils nur 2 Stück verfügbar. Genauso wie hier unten das Card Set, auch jeweils nur zweimal verfügbar, also seid ihr da auf jeden Fall schnell. Die G5 Don, Gold Don und Storage Box, die werden, sind auch jeweils noch 100 verfügbar. Dann hier nochmal oben, also Booster 288. Könnt ihr gerne durchrechnen, wie viel Displays sie da verrippen. Don Packs Volume 1, 2 jeweils 90 Stück. Championship Celebration Packs geben sie nur 18 Stück. Also das wird. Puh! Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr beim UK Regionals 0-2 steht, droppt's und geht sofort in die Side-Events. Also die werden das leerfegen, die Leute, das sage ich. Top Players Pack Season 1. Jeweils 9 Stück, Championship Event Pack 100 Stück,
Event Pack Volume 1 und 2 jeweils auch 100 Stück. Also die Preise sind crazy für die Side Events. Also ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Und damit fertig gehen wir jetzt aber wirklich mal zu den leider etwas schlechteren News. So. Ich habe es ein bisschen größer gezogen jetzt für euch, weil jetzt nur mehr Twitter-Posts also reinpostet. Ich werde jetzt nichts mehr erinnern und wechseln. Auf jeden Fall, ihr seht es so schon, Opino 8 und Double Back Volume 5, genauso wie Sleeves, verschieben sich wegen Lieferschwierigkeiten. Das betrifft vor allem Blackfire Stores, also die Stores, was von Blackfire ziehen. Die neueste, ich versuche gerade den neuesten Tweet rauszufinden, wo die Daten richtig stehen. Weil hier haben wir Pre-Release 27. September, das stimmt nicht. Ah, hier haben sie es nochmal neu hingeschrieben. Also die Stores kriegen am 13. Pre-Release-Stuff und am 20. kriegen sie die normalen Sets. Also wir haben mit einer Woche Verspätung, also zum geplanten normalen Release, haben wir dann Pre-Release und zum geplanten Release, eine Woche nach geplanten Release, haben wir dann wirklich normalen geplanten Release. Wo ich jetzt nicht garantiert sagen kann, ob diese Karten-Collection, ob die auch davon betroffen ist, ob die von Blackfire betroffen ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß, viele Stores haben die schon. Video dazu kommt auch, Opening dazu kommt natürlich online. Fragt sich, wenn Sie Interesse habt an der Ding, schaut gerne mein Video dazu an. Und ansonsten fragt Sie natürlich bei euren Stores. Was auf jeden Fall betroffen ist, ist hier das Treasure Booster Set. Das ist auch davon betroffen. Das ist definitiv davon betroffen. Hier sehen wir nochmal kurz einen Trailer. Egal, ist schön gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, das hier das Treasure Booster, das ist das Pack, wo 4 verschiedene Booster drinnen sind, mit von 1 bis Opener 1 bis Opener 4. Hier sehen wir es nochmal schöner. Jetzt muss ich doch ein bisschen herumfuschen, damit ihr es ganz seht. So. Es sind von Opener 1 bis Opener 5 sind random 4 Booster drinnen. Das heißt, ihr könnt entweder keinen 2er, 3er, 1er oder 5er haben, dafür den Rest alle. Und was garantiert drinnen ist, ist auf jeden Fall die Promo hier. Sieht sehr schön aus. Das ist aus dem SD10 der Rush Ruffy. Also der 10er Rush Ruffy, der was sagt, wenn ihr blockt, also wenn euer Opponent blockt, dass ihr einen 8000er Charakter schießen könnt. Und ja, also wirklich super schöne Promo auf jeden Fall. Ich werde mir auf jeden Fall mindestens eins davon holen, wenn ich werde mir wahrscheinlich 5 holen dafür, einen für die Mappen und der Playset, so wie ich mich kenne. Also wenn, dann richtig gamblen, aber da muss ich erstmal schauen. Aber da muss ich ehrlich sagen, da muss ich einmal drauf, wie es ausschaut mit dem Preis, muss ich ehrlich sagen. Wenn es zu teuer ist, weiß ich noch nicht. Also da muss man schauen. Also ich glaube für 25 Euro kann man es kaufen, würde ich sagen. Das sind dann so 4 Booster. Wenn es für 20 Euro ist, natürlich super Preis. Das heißt 5 Euro pro Booster, kann man nichts sagen. Und 25 geht auch noch. Also es wäre halt meine Schmerzgrenze, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall, aber trotzdem, fragt es trotzdem noch bei einem Local Games, der vielleicht hat er von irgendeinem anderen Store, von einem anderen Händler, weil ich glaube die Italiener, die Game Trade Distributor haben die ja schon. Und vielleicht hat ja euer Store von dort seine Produkte gekriegt. Ja. Und das waren es heute schon wieder alle News. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Und viel Spaß auf jeden Fall. Viel Glück natürlich für die Ticketskäufe eben am 1. September und am 8. So. Also 1. September Spanien, weil ich vorher nach Madrid könnt und 8. September für Utrecht. Also, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall in Utrecht. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich dort auf irgendeine Art und Weise in Utrecht beim Kartfest bin. Da muss ich ehrlich sagen, da ist mir das wichtiger, zum ersten europäischen Kartfest live dabei zu sein, als wie zu Hause zu sitzen und das Ganze zu recasten. Entweder bin ich als Judge dort, als Mitspieler dort, oder, keine Ahnung, auch nur als normaler Zuschauer. Ich weiß es noch nicht. Also wenn, dann vielleicht, dass ich nur Side-Events grinden wäre. Aber ich wäre auf jeden Fall dort sein. Also falls ihr dort seid, könnt ihr mir gerne schreiben. Und wir können dann, oder wir können generell vorher schauen, wie das irgendwann mal announcen, wie, wo, was und warum. Und das Einzige, was mir auffällt, ist halt einfach, dass ich krank wäre. Von daher, genug geschwafelt wieder mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.